Hallo, willkommen wieder bei Medien Passion. Hier ist wieder Patrick. Wenn ihr euch erinnern könnt, hier habe ich das Spiel beendet, weil ich einfach nicht mehr weiterkam. Jetzt habe ich aber erfahren, dass es wohl das letzte Level quasi ist. Ich habe mir das fast gedacht. Jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt musst du das nochmal zum Abschluss bringen. Und das machen wir jetzt auch. Ah, ich habe gerade ein Problem. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil ich spiele jetzt im Stehen. Weiterspielen. Jetzt passt das auch besser. So. Hallo. So. Nimm das jetzt mal raus. Ich gerade nur überlegen. Jetzt habe ich das Ding habe ich jetzt hier in der Hand. Das ist schon mal gut. Aber ich brauche es hier draußen. Ah, Moment. Ich habe jetzt eine Idee. Und jetzt lege ich es. Hinter mich. Er konnte das Streichholz benutzen, um die drei großen Lampen im Zimmer anzuzünden. Jetzt müsste ich es aber. Ups, Tracking-Probleme. Ich weiß zwar nicht warum gerade. Jetzt nehme ich es nochmal. Na? Ich will es eigentlich drehen. Moment. Der kann anzünden. Ich kann anzünden und der kann anzünden. Ich habe jetzt das Streichholz da drüben liegen. Jetzt wäre es perfekt, wenn ich das drehen könnte. Nee, warte mal. Das kriegen wir. Ich bin gerade echt verzweifelt. Merkt man gar nicht, gell? Ich brauche das Streichholz hier draußen. Thank you.
Der Kleine muss das, glaube ich, da hinlegen. Okay, nochmal neu. Wir nehmen das wieder. Es gab drei große Lampen im Raum, die angezündet werden mussten. Ihr seht, muss ehrlich sagen, ich hatte zwar mal auf YouTube geguckt, aber ich habe das System schon wieder vergessen. Aua. Moment, ich muss mich mal gerade justieren. Ich muss aber da rüber. Ich hab's jetzt in der Hand. Und du müsstest mir das jetzt dahin geben. Krieg's aber nicht. Das Streichholz benutzen, um die drei großen Lampen im Zimmer anzuzünden. Okay, Moment, jetzt probieren wir was ganz anderes. Ich muss aufpassen, ich habe hier einen Schrank im Weg. So. Wieso hole ich mir das denn nicht hier raus? Geht das nicht? Gegenüber. Dann legst du es hier hin. Jetzt wechsle ich die Seite. Ach, ich bin ja blöd. Jetzt habe ich es. Okay. Was lange wird, wird endlich gut. Wie heißt der Spruch? So, da ist mein Streichhölzer. Thank you.
Jetzt haben wir es geschafft. Eieiei. Die gut. Drei Lampen waren angezündet, aber das Licht reichte bei weitem nicht aus. Vielleicht könnten seine kleinen Freunde im Modell helfen. Jetzt drehen wir das Ganze. Na? Ich muss aufpassen, ich habe hier irgendwie nicht so... Modell waren kleine Lampen. Wie konnte er sie anzünden? Da ist doch was. Und der ist nicht ausge... Na doch. Okay. So, Moment, jetzt müssen... Müssen die da drinnen die auch noch anzünden oder was? Die sind jetzt alle bestrahlt, das passt. Die müssen auch angezündet werden. Weil die sind noch aus. Okay. Im Modell war eine kleine Version von ihm selbst. Vielleicht konnte die helfen. Das heißt, ich müsste jetzt... Nee, ich muss es drehen. Ja, warte mal, ich lass mal liegen. So, die Streichhölzer. Ach nee. Ich komme mir gerade ein bisschen veräppelt vor. Thank you.
wenn er das brennende Streichholz irgendwie in das Modell bringen könnte. Ja, es ist aber aus. Ich muss jetzt nochmal dasselbe nochmal machen. Und zwar muss ich wieder auf die... Ja gut, nein, falsche Seite. Also nee, war richtig. Zurück. So, jetzt legst du mir das da hinten hin. Genau. Jetzt spiegelt es sich. So ganz verstehen tue ich es zwar nicht, aber jetzt habe ich es. Gut, jetzt brauchen wir die Streichhölzer wieder. Komm her. Ja, jetzt vorsichtig zur nächsten Ebene. Du bist verloren. Ah nee, da ist es. Modell waren kleine Lampen. Wie konnte er sie anzünden? Oh, ich werde gerade wahnsinnig. Wo ist es denn jetzt wieder hin? Jetzt geht es wieder von vorne los. Im Modell war eine kleine Version von ihm selbst. Vielleicht konnte die helfen. Nochmal neu. Weil es so lustig ist. Wieder darüber. Nehmen. Einmal wechseln. Da rein. Wieder nehmen. Wieso fällt mir das denn jedes Mal wieder runter? Ach, ich hab's. Et voilà. Es werde Licht. Oh. Wohl, mein Sohn. Ich weiß jetzt, dass meine Besessenheit dich nicht mit mir nach unten gezogen hat.
Auf Wiedersehen, kleiner Leckerbissen. Gute Reise, Schiffskamerad. Oh, es ist gerade hell. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Guck mal, jetzt wird's wieder hell. Boah. Und du? Was will er jetzt von mir? Er könnte den Griff an der Decke verwenden, um sich umzusehen und zu orientieren. Ah, okay. Draußen nicht der Sturm. Ein Zimmer, kahl, aber vertraut. Er könnte den Griff an der Decke verwenden, um das Licht zu verschieben und sich umzusehen. Aber... wo war er? Da! Mein Gott, war das dieser Traum? Bart, dieses Gesicht? Er war wach. Hey! Hey! Schrie die Marionette. Ich bin hier drin! Ich war die ganze Zeit hier drin! Ich bin hier! Cool. Oder bin ich das? Boah, das ist komisch. Ist das merkwürdig? Der Epilog. Ich glaube, das war's. Wie spät ist das? Was für ein Chaos. Weißt du, ich glaube, ich war lange genug hier drin. Ich glaube, ich muss das Meer sehen. Guck mal, wie alt das hier alles ist. Die Wolken verziehen sich, Fischfans. Wir haben einen weiteren Sturm überstanden. Fischer, es reicht jetzt mit dem Flicken. Oh, das war's. Zeit, eure Brötchen zu verdienen. Alter. Und an alle Leuchtturmwärter da draußen. Ich finde, ihr habt Urlaub verdient. Ein ganz... egal. Anker los. Also ein ganz, ganz tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Ist wirklich atemberaubend. Vielleicht etwas kurz, aber für den Preis wirklich geht nicht. Daumen hoch. Macht sehr, sehr viel Spaß. Das kann man auch das zweite Mal spielen. Wirklich zu empfehlen. Das war Fisherman's Tale von Vertigo Games. Nochmal vielen Dank an den Key, an Vertigo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. War jetzt ein kurzes Video, aber ich wollte es noch zu Ende bringen. War doch ganz schön verzwickt zum Schluss noch. Aber die Grafik ist... und das diese Atmosphäre ist einfach Wahnsinn. Solche Spiele wünsche ich mir mehr. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da. Glocke nicht vergessen. Wir machen bald weiter. Da kommt das nächste Spiel. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.